Überall Berühmtheiten, egal wo man hinschaut, wimmelt es von Stars und Sternchen, die nur eins wollen, ins Rampenlicht, ganz vorn dabei sein und berühmt werden. Sei es auch nur für die Warholschen 15 Minuten. Wir leben in einer Kultur der totalen Aufmerksamkeitsökonomie. Preise und Auszeichnungen geben das Koordinatensystem zur Orientierung im Berühmtheitsdschungel. Dabei ist die Frage nach dem Inhalt zweitrangig. Was aber, wenn ein Mensch ein mathematisches Jahrhundertproblem löst? Einfach so. Und dafür keine Anerkennung will. Grigori Perelman, 40 Jahre aus St. Petersburg. Genialer Mathematiker, sollte vorgestern in Madrid die Fields-Medaille entgegennehmen für den Beweis der sogenannten Poincaré-Vermutung. Er blieb in St. Petersburg, wo er mit seiner Mutter von deren schmaler Rente in einer einfachen Wohnung lebt. Die 1 Million Dollar, die er als Prämie bekommen könnte, interessieren ihn auch nicht. Für ihn sei nur die Tatsache wichtig, den Beweis erbracht zu haben. Als Direktor seiner ehemaligen Schule finde ich es besonders schade, dass er den Preis nicht angenommen hat. Er hätte ihn verdient, denn er hat jahrelang für das Wohl der Mathematik gearbeitet. Perelman, der auf einer begabten Schule war, ist ein Antiheld unserer Gesellschaft. Nun macht ihn gerade diese Verweigerungshaltung berühmt. Wer hätte sich schon für einen russischen Mathematiker interessiert, der tausende Seiten mit Formeln füllt, um etwas zu beweisen, was kaum jemand versteht? Doch sind wir auch davon fasziniert, weil die Probleme, die er gelöst hat, so weit von unserem Alltag entfernt sind. Der bescheidene Russe führt uns unseren Berühmtheitswahn vor und zeigt, dass man ganz in einer Sache aufgehen kann, ohne den narzisstischen Zwang dafür eine Belohnung zu kassieren. Stellt sein millionenschweres Wissen einfach ins Internet und sagt, dort steht es, für alle. Das ist beste Open-Source-Mentalität in Linux-Manier. Das Wissen der Welt bündeln und verbessern. Bei seiner Lehrstunde in Bescheidenheit und im Glauben an die Kraft des Wissens könnten Geld und Berühmtheit nur ablenken. Denn sie sind vergänglich.